Ja, im Februar hat er mit Matthias Stach und Marco Hagemann noch groß gefeiert. Markus Theil ist jetzt hier zu Gast beim Nürnberger Versicherungscup. Mit Eurosport habt ihr den Deutschen Fernsehpreis bekommen für das beste Finale. Jetzt heute mal ein ganz anderes Thema, Tenniseltern. Judy Murray am Start gewesen, Barbara Rittner und Barbara Schett-Igel. Was war denn so dein Fazit und das Spannende, was Good Moms, Bad Moms, wo es in der Zukunft hingeht? Also erstmal war ich begeistert, wie offen alle drei mit uns umgegangen sind und auch von diesen Luftballons, die ja so schön reinschweben, bin ich begeistert. Ja, fünftes Jubiläum, oder? Ja, da steht noch der Kuchen da hinten, der hat auch sehr gut geschmeckt. Aber wie gesagt, wie offen die gesprochen haben, also auch die Judy, wie sie über ihre Rolle als Mutter von Andy hauptsächlich, jetzt sage ich mal, klar mit seinem Bruder noch gesprochen hat und dass es sie so nervt, als Pushy Mother dargestellt zu werden und das einfach klarstellen wollte. Hat mir sehr gefallen, dass sie den Spaß betont und auch das, was viele Eltern wirklich nicht begreifen wollen, dass wenn ihr Kind mit 13, 14, keine Ahnung, oberfränkischer Meister ist, sage ich jetzt mal, dass das nicht heißt, dass er später irgendwann mal Top 100 der Welt stehen könnte. Das ist ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Welt. Und bei der Babsi, also die kenne ich ja schon sehr lange als Co-Kommentatorin. Ist einmalig, oder? Einmalig, immer eine schöne Sache, mit ihr zusammen zu sein. Und sie hat mir auch gesagt, sie legt so viel Wert, dass der Noah, ihr Sohn, viel, viel Sport betreibt. Und ich kann das eigentlich auch nur bestätigen. Also ich habe als Kind auch viel Sport gemacht, verschiedene Sportarten. Und habe dann irgendwann eine Entscheidung treffen müssen, dass ich dann eben ganz was anderes mache. Und bei der Barbara Rittner diese wirklich Kompetenz, die sie ausstrahlt, die Seriosität und von der langen Verbandsarbeit, die ist viele Erfahrungen, die eben auch hier, finde ich, zum Niveau der Diskussion wirklich erheblich beigetragen haben. Schön, also mit deiner Tenniserfahrung, jetzt hat ja Barbara Rittner vorhin gesagt, sie würde den allen Tenniseltern empfehlen, so lang wie möglich zu begleiten und am entscheidenden Zeitpunkt auch wirklich das Kind dem Trainer zu überlassen. Was ist denn so dein Tipp für die Tenniseltern? Also es kommt aufs Alter der Kinder an. Ich meine, am Anfang ist es ja meistens so, dass man im Club irgendwas Sommertrainingscamp vielleicht mitmacht oder jede Woche dann eine Dreiviertelstunde bucht und im Winter fällt es dann schon aus, weil keine Halle zur Verfügung steht oder weil es sehr, sehr teuer ist. Also da muss man halt zum einen Glück haben, das ist der Tipp, dass man sich ein Umfeld sucht, das ganzjährig diesen Sport möglich macht, wenn man wirklich ins Tennis einsteigen möchte, aber eben auch nicht die anderen Sportarten vernachlässigen. Also es ist ja nicht nur Fußball für Jungs, so wie es jetzt bei mir war, sondern es gibt ja auch andere Sportarten wie Basketball, Volleyball, die ganzen Ballsportarten sind gut, um sich da weiterzubilden und auch Talente zu erkennen. Sehen Sie bei Roger Federer oder so, oder Andy Murray, der hätte ja Profi werden können in Schottland. Das ist ja eh im Golf, Handicap 3 mit 15, ja, habe ich vorhin gehört. Das war sein Bruder, der Andy war ja, ich glaube, bei den Rangers sogar im Gespräch oder bei Celtic, ich weiß es nicht mehr, verrückt. Und also dieses Umfeld ist der Tipp und eben nicht zu verkrampfen als Eltern, mein Kind muss Profi werden, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Also wir haben ja viele Beispiele früher mit Dokic, mit Lucic, Baroni, wie sie jetzt heißt und anderen, die von ihren Vätern hauptsächlich wirklich terrorisiert wurden, damit sie als Kinder erfolgreich werden im Sport. Und wenn man das weiß, aus dieser Erfahrung lernen und eben auch das Kind dann den Weg gehen lassen und das Kind Kind sein lassen, ich glaube, das ist schon auch wichtig.